spricht weiter zu denen, die ihm nachfolgen wollen. Ihr werdet von vielen gehasst werden, um meinen Willen. Sie werden euch auslachen, verhöhnen, anspucken und schlagen, verfolgen und misshandeln, einsperren und töten. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten. Eure brennenden Herzen können sie nicht ersticken. Was man euch im Dunkeln sagt, das redet im Licht. Und was euch ins Ohr geflüstert wird, das ruft von den Dächern. Denn es ist nichts verborgen, was nicht sichtbar werden wird. Und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden wird. Geht unter die Menschen und sagt, es ist Zeit. Befreit Gefangene. Heilt Kranke. Erlöst Gequälte. Macht Blinde sehend. Weckt die Toten unter euch auf. Treibt den Wahn aus den Menschen aus. Wer sein Leben dabei schont, der wird sein Leben verlieren. Wer keine Angst hat vor der Wahrheit, die ich verbreite, und danach handelt, der kann nie sterben. Er wird auch, wenn er stirbt, leben. Die Liebe wird ihn unsterblich machen. Täglich stoßen neue Menschen zu Jesus. Auch Frauen leben mit ihm in der Kommune. Alle Arten von Frauen. Prostituierte, Kinder, Zigeuner. Revolutionäre, Kriminelle, Asoziale, Arbeitslose, Obdachlose, Gefangene, Verurteilte, Gejagte, Misshandelte, Zornige, Kriegsverweigerer, Verzweifelte, Mütter aus Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, Ausgestoßene, zum Tode Verurteilte. Und immer mehr Menschen strömen zusammen. So viele, dass sie sich gegenseitig fast erdrücken. Und alle wollen Jesus nahe sein. Und alle wollen ihn anfassen und in sein Gesicht sehen. Denn es geht eine Kraft von ihm aus, die alle mit Liebe erfüllt. Jesus ruft, glücklich werdet ihr sein, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet lachen. Glücklich werden die Armen sein, denn sie werden das Leben zu Besitz erhalten. Verzweifelt nicht, wenn sie euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln. Ebenso haben sie mich verleumdet und angespuckt und geschlagen und ans Kreuz genagelt. Darüber hinaus können sie nichts tun. Aber wehe euch Reichen. Jeder Zuchthäusler und jede Prostituierte sind besser wie ihr. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet fallen. Euch aber, die ihr mich hört,
Euch sage ich, liebet euren Nächsten wie euch selbst. Wer zwei Kleidungsstücke hat, der gebe eines von dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der tue dasselbe. Wer dich bittet, dem gib und fordere das Gegebene nicht zurück. Wenn ihr aber Gutes tut, dann schmettert nicht vor euch her mit Trompeten, damit die Menschen sehen, dass ihr Opfer bringt und euch dafür loben. Wenn ihr Gutes tut aus Überzeugung, so seht nicht verkrampft und trübselig aus wie die Heuchler, wenn die in Stellen ihr Antlitz, damit sie möglichst mühselig und leidend aussehen. Nein, mache dein Gesicht froh und freue dich, damit nicht einmal du selbst weißt, dass du ein Opfer bringst. Hängt nicht am Geld. Ich muss mich leider unterbrechen und einen Satz von Jesus sagen, der heißt: Da, wo man zu dumm und borniert ist, euch anzuhören, haltet euch nicht auf, geht weiter. Hängt nicht am Geld, verschafft euch kein Gold, kein Silber, keinen irdischen Wert, auch nicht unnötig viel Kleidung, keine Reserven und kein Gepäck. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Die Geschäfte eines reichen Mannes brachten einen sagenhaften Gewinn. Er überlegte und sagte: Weggeben will ich nichts von dem Geld. Ich muss also noch mehr Konten anlegen, noch mehr investieren, deponieren, operieren, transferieren, und zwar in ganz verschiedenen Ländern, um ganz sicher zu gehen. Also fuhr er über die ganze Welt, kaufte, tauschte, investierte, operierte, deponierte, transferierte, überall. Dann sagte er zu sich: Du bist reich, unendlich reich. Ruh aus. Iss und trink und amüsiere dich. Du hast keine Sorgen mehr, du hast es geschafft. Du kannst alles haben für dein Geld. Es wird nie weniger werden. Es wird sich von allein vermehren. Da sagte ein Arbeiter zu ihm: Du Narr. Noch heute Nacht wird man vielleicht dein Leben von dir fordern. Wozu hast du das alles zusammengerafft? Das heißt, rafft euch keine Schätze zusammen. Ihr könnt nicht der Wahrheit dienen und dem Besitz. Sorgt auch nicht ängstlich für euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch für euren Körper, was ihr anziehen sollt. Das Nötige wird eines Tages einer dem anderen geben. Sorgt zuerst
für die Liebe. Jetzt, heute, in diesem Augenblick. Und ihr werdet sehen, dass eure Zeit nicht einmal ausreicht dafür. Ist nicht eure Seele mehr als das Essen? Und ist nicht euer Körper mehr als die Kleidung? Seht die Blumen auf den Feldern, wie sie wachsen. Und doch sage ich euch, nicht einmal Millionäre in all ihrem Reichtum sind gekleidet wie eine von ihnen. Eine Frau ruft aus der Menge Jesus zu: Glücklich der Mutterbauch, der dich getragen hat. Jesus ruft zurück: Ja, aber noch glücklicher sind die, die meine Nachricht hören und danach leben. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, tut Gutes allen. Liebet eure Feinde, die euch hassen und verfolgen, damit auch die Blinden unter euch sehen werden. Eure Gesetzgeber haben euch gesagt, ihr sollt keinen falschen Eid schwören. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei Gott. Ja sei ja und nein sei nein. Alles andere ist verlogenes Geschwätz. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht töten, außer im Krieg. Ich aber sage euch, diejenigen, die einen Krieg beginnen oder sich in irgendeiner Form daran beteiligen, sind schon tot. Ihr sollt der Gemeinheit widerstehen. Wenn dich jemand schlägt, dann schlage nicht zurück. Ich habe darauf gewartet, dass du, Großmaul, den Mut hast, mich zu schlagen. Das ist etwas anderes. Und wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt, dann lass ihm ja auch die Jacke. Und wenn dich jemand zwingt, 1 Kilometer mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm 2. Was ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen, das sollt ihr auch ihnen tun. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Engherzigen? Wenn ihr nur denen zuhört, die euch zuhören, was tut ihr da Besonderes? Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Selbstsüchtigen? Und wenn ihr nur denen gebt, von denen ihr sicher seid, es wiederzubekommen, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht
sich auch die Egoisten und Wucherer. Nein, tut Gutes allen. Liebet eure Feinde und gebt, ohne etwas zurückzuerhoffen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Was seht ihr da? Den Splitter im Auge eures Bruders und den Balken in euren Augen seht ihr nicht. Oder wie könnt ihr zu eurem Bruder sagen, lasst mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, denn in eurem Auge ist ein Balken, ihr Heuchler. Zuerst entferne den Balken aus deinem Auge und dann sieh zu, wie du den Splitter aus meinem Auge ziehst. Jesus zieht sein Hemd aus, kniet vor dem ersten Besten nieder und wäscht ihm mit seinem Hemd die staubigen Füße. Moment. Moment. Ich gehe jetzt noch einmal und zwar zum letzten Mal weg. Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist.